Was geht YouTube? Season 4 von New World startet heute und die Patchnotes wurden bereits gestern Abend veröffentlicht. Wir schauen uns also heute einmal gemeinsam an, was denn so in der neuen Season alles anders sein wird, welch neuer Content dazukommt und was darüber hinaus sonst noch so angepasst wird. Wie immer gilt, wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst direkt ein Like auf dem Video da und folgt dem Kanal, um auch in Zukunft auf dem Laufenden zu bleiben. Ich hatte in meinem letzten Video die Season 4 von New World bereits als Filler-Season bezeichnet und wir schauen uns jetzt gemeinsam mal an, ob dem wirklich so ist. In der Videobeschreibung findet ihr übrigens auch noch meinen Twitch-Link, wo wir uns heute Abend auch das Update zusammen einmal anschauen werden und noch der Link Richtung HelloFresh, wo ihr Rabatt mitnehmen könnt. Gehen wir aber mal direkt rein ins Video. Den Anfang macht dabei auch eine neue Questline, die mit der Season 4 kommen wird und sich auch wieder rund um die Silver Crows drehen wird. Das heißt, hierbei habt ihr die Möglichkeit, eine Art Hauptquest zu spielen, die meist Content für ca. 1-2 Stunden bietet und relativ soliden Loot. Wir kennen das auch aus den letzten Seasons, Season 3 dabei ausgenommen, wo es auch schon diese Season Questlines gab. Wichtig zu sagen ist hierbei aber noch, dass fast jeglicher Content ausschließlich für die Besitzer der Erweiterung zur Verfügung steht. Das heißt, sowohl die erwähnte Questline als auch alles, was sonst noch so an neuen Inhalten folgt in diesem Video, ist an die Erweiterung gebunden. Solltet ihr diese noch nicht haben, dann checkt auch gerne nochmal den Link in der Videobeschreibung dazu aus, dann könnt ihr die kaufen und unterstützt mich dabei gleichzeitig. Ansonsten geht es auch direkt weiter mit dem neuen Dungeon Glacial Tarn bzw. Gletschersee. Dieser wird auch wieder in der tiefen Schlucht zu finden sein und Eis als Element mitbringen. Das heißt, hier werdet ihr natürlich neues Gear farmen können, was ich auch schon in meinem anderen Videos erwähnt hatte. Nimmt man die vergangenen Releases von Dungeons dazu, wird auch der neue Dungeon vermutlich direkt in der ersten Woche mutiert sein, sodass man hier bis M3 direkt hochspielen kann und sicherlich auch ein neues Artefakt beim Endboss bekommt. Aber apropos Artefakte, die von mir in einem Video bereits vorgestellten 8 neuen Artefakte kommen mit diesem Update ebenfalls ins Spiel. Dabei wurde der neu angekündigte und nochmal veränderte Bogen bisher noch gar nicht gezeigt, was auch dazu führen könnte, dass schlussendlich Artefakte wirklich ungetestet und komplett falsch balanciert heute released werden. Aber das schauen wir uns natürlich mit der Zeit einfach mal an. Zu den Artefakten und den Droporten wird aber im Laufe der Woche noch ein extra Video kommen, wo ich euch das einmal alles erkläre. Ansonsten kommt natürlich auch noch der neue Season Pass, der wieder alle möglichen Belohnungen enthalten wird, sich aber auch nicht gegenüber den der letzten Seasons in irgendeiner Weise absetzt. Es gibt also viel extra Loot, aber wird wenig Überraschungen mit sich bringen. Natürlich kommt auch das alljährliche Winter-Event auch in diesem Jahr wieder und bringt einige sinnvolle Belohnungen mit sich. Chromatische Seelen, Dark Matter, Skins und vieles mehr können hierüber geholt werden. Wie genau das alles abläuft, kommt dann aber auch nochmal in einem extra Video morgen. Übrigens soll auch im Laufe der Season dann endlich noch serverübergreifende Dungeons und Mutationen kommen, inklusive des Gruppenfinders, der einen direkt in Mutation laden lässt. Das ist schon eine der besseren Änderungen, worauf die Spieler aber noch ein paar Wochen warten werden müssen. Für Arena wurde das serverübergreifende System bisher noch nicht angekündigt. Wir schauen uns jetzt nochmal die weiteren Änderungen im Spiel an, die besonders sind und die ich euch auch nochmal hervorheben will. Es wurden natürlich einige Bugs behoben, Dinge korrigiert und vor allem mit Änderungen dafür gesorgt, dass Dinge so funktionieren, wie sie eigentlich schon längst hätten sollen. Grundlegend wird aber dazu noch Blocken im Spiel verbessert, vor allem für Waffen, die bisher nicht so gut im Blocken waren, was die Stabilität angeht. Man kann jetzt auch mit weggesteckter Waffe direkt in den Block gehen mit Rechtsklick. Die Zeit beim Blockbreak wurde verringert und Folgetreffer auf Blocks machen weniger Ausdauerschaden. Also drückt auf jeden Fall mehr Rechtsklick. Weiterhin werden Tränke jetzt auch wieder stärker im PvP. Der in der letzten Season hinzugefügte Nerf für Tränke im PvP wurde jetzt wieder rausgenommen. Sprich, Tränke heilen jetzt quasi wieder so viel wie davor und sind dementsprechend etwas besser geworden als in der letzten Season. Gleichzeitig kommt ja auch die schon mal angesprochene Änderung dazu, dass der Sacred Ground vom Heiler jetzt nicht mehr die Wirkung der Tränke und Lebensraub verbessert. Dementsprechend wird man grundsätzlich mehr Heilung durch Tränke bekommen, in gesegneten Böden wird es jetzt jedoch natürlich weniger sein. Bei den Artefakten wurden vor allem Änderungen jetzt endlich gebracht, die eigentlich da hätten sein müssen. So wurde jetzt das Feuerstab und Void Gauntlet Artefakt angepasst, dass diese jetzt nicht mehr Strike Damage wie der Hammer machen, sondern ganz normal Feuer und Void. Gleichzeitig wirkt sich das Amulett Ankh jetzt nicht mehr auf Lifesteal aus, sondern das wurde komplett auf den Ring Blatttrinker gelegt, der jetzt Lebensraubeffekte auch nochmal verstärkt. Dementsprechend ein Nerf für Ankh und ein kleiner Buff für den Ring. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das diesen jetzt wirklich gut macht oder Ankh einfach nur etwas schlechter. Die Änderungen bei den Edelsteinen sind dann doch etwas größer und werden wahrscheinlich vor allem bei den Waffen vieles verändern. Das Ziel dabei ist vor allem, dass nicht nur der Opal in allen Waffen landet, weshalb dieser auch einen Nerf abbekommen hat und fast alle anderen Steine einen Buff,
zumindest auf den Effekt, den sie in Waffen haben. Es wird dadurch jetzt sicherlich deutlich mehr Auswahl geben, die in verschiedenen Situationen besser sind. Außerdem werden jetzt auch T5-Gems in jedem Fall die beste Wahl sein und nicht, wie aktuell in vielen Fällen, T2-Gems mehr Schaden machen, da die Umrechnung des Spiels einfach keinen wirklichen Sinn ergibt. Zumindest wenn man diese Tierstufen betrachtet. Wenn ihr hier an einem extra Video zu den Steinen interessiert seid, lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Bei den Waffen wurden dann vor allem Fixes gebracht und nicht wirklich vieles Neues an Balancing. Die meisten Dinge hier bleiben einfach so, wie sie in der letzten Season auch waren. Was auf jeden Fall neu sein wird, ist, dass man jetzt statt 1000 2500 Azot sammeln können wird. Das ist jetzt keine Riesenänderung, aber sorgt auf jeden Fall dafür, dass man beim Craften nicht jedes Mal seine Azot-Flaschen wieder neu benutzen muss, sondern ein bisschen mehr Puffer hat. Was allerdings ganz nice sein wird und was ich auch schon in einem anderen Video angekündigt hatte, ist, dass man die Perks für Gesundheit und verzauberter Schutz jetzt auch in der offenen Welt finden können wird. Dabei wird man Adamant in erster Linie in Kisten von Elite Runs in der Schwefelsandwüste, der Himmelswildnis und Brackwasser finden, wohingegen Harten Crystal nur in Bruchberg Elite Runs findbar sein wird und man sonst die übrigen Gebiete ablaufen muss. Ich finde die Änderungen sehr nice und bin gespannt, wie die Droprate ist. Das Ganze macht die Kistenruns deutlich attraktiver und sorgt hoffentlich dafür, dass man da täglich etwas mitnehmen kann bzw. sich die Runs einfach wieder mehr lohnen. Die beiden Perks werden sowieso viel gecraftet und das heißt, es gibt eine konstante Nachfrage nach diesen beiden und so können Kistenruns vielleicht wieder wirklich sinnvoll sein. Für alle, die die letzte Season nicht gespielt haben bzw. den Season Pass nicht abgeschlossen haben und dadurch quasi zwei Artefakte verpasst haben, gibt es auch noch eine News. Diese beiden Artefakte werden jetzt auch ganz normal findbar sein und quasi in das Spiel eingebunden, unabhängig vom Season Pass. Ich glaube, das betrifft allerdings auch eher weniger Spieler und vor allem Neuanfänger des Spiels. Ansonsten wurden natürlich noch die Belohnungen aus PvP-Modi verändert, wie ich das bereits schon angekündigt hatte. OPR und Krieg bringen jetzt deutlich mehr XP und lohnen sich nochmal mehr im Vergleich zu aktuell. Sprich, pro OPR gibt es dann 5500 XP und 4000 Salz plus 20 Dark Matter. Und das lohnt sich dann auf jeden Fall ordentlich. Gerade weil manche OPRs ja auch mal schneller vorbei sind. Auch die Kisten aus quasi allen PvP-Modi wurden dann nochmal gebufft und sollen jetzt besseren Gearscore bringen. Ich habe mir auf jeden Fall einige aufbewahrt und werde dazu nochmal ein Opening-Video machen oder das Ganze im Stream öffnen. Es macht auf jeden Fall nochmal das Leveln des PvP-Tracks durch OPR deutlich angenehmer. Gleichzeitig wurde auch die Arena-XP genervt, das heißt, jetzt wird wahrscheinlich der schnellste Weg sein, OPRs zu spielen, wenn man seinen PvP-Track leveln möchte. Nebenher haben es aber auch schon mal die erwähnten Forschungsprojekte in dem Patch geschafft, wodurch man seine Berufe jetzt mehr oder weniger passiv leveln kann. Es wird keine Shortcut sein und das Ganze ist auch pro Tag begrenzt, aber es gibt immerhin etwas mehr, was man quasi kostenlos erhält und womit man die Berufe mit Spielzeit auf jeden Fall leveln kann. Eine weitere Änderung für die Berufe hat sich übrigens ebenfalls reingesneakt und wird wahrscheinlich vor allem die Vielfarmer erfreuen, denn man kann jetzt mit dem Patch mehr als 3 XP-Items pro Tag einlösen und somit die kompletten Stacks, die man gesammelt hat, in die Farmberufe pumpen. Das wird auf jeden Fall bei dem einen oder anderen einige Level bringen und damit auch viele Ressourcen in den Markt. Dabei wird übrigens auch das Farmen von Bananen mit der Zeit wieder abnehmen, da die Menge an XP für den Tischler jetzt genervt wurde. Es wird sich wahrscheinlich ähnlich zum Teppich verhalten und einfach nicht mehr so sinnvoll sein. Dementsprechend werden dann, denke ich, auch die Preise mit der Zeit wieder hochgehen, vor allem bei den prismatischen Materialien und den ganzen Trophäendingern. Und natürlich kommt auch die angesprochene Funktion, dass man Platin, Gold und Silber in Edelsteine umwandeln können wird. Je besser das Erz, desto besser auch die Steine, die da rauskommen können und man kann teilweise mit Platin auch mehrere Steine rausbekommen. Naja, und grundlegend war es das erstmal. Es steht noch einiges mehr drin, vor allem was die ganzen Bugfixes angeht. Und viele kleine Änderungen von Azot-Werten und Quality-of-Life-Elementen werdet ihr dann sicherlich während des Spiels begegnen. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung zum Update in die Kommentare und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aus meiner Sicht reicht das Ganze eigentlich nicht für eine Season, selbst mit dem kommenden Gruppenfinder. Die Änderungen sind teilweise gut und wichtig, aber es wird, denke ich, nicht ausreichen, die Spieler jetzt wieder die volle Season über zu beschäftigen. Viele Games bringen große Updates raus und trotz fehlender direkter Konkurrenz macht das New World schon zu schaffen. Da reicht es, glaube ich, nicht, einen einzigen neuen Dungeon oder ein paar Quality-of-Life-Elemente in das Spiel zu bringen, um die Spieler langfristig sich einloggen zu lassen. Wir werden aber natürlich mal sehen, wie sich die Spielerzahlen entwickeln und es wird auch sicherlich in den nächsten Videos noch viel zur Season geben, beziehungsweise ich werde euch grundlegende Dinge erklären. Lasst jetzt sehr gerne noch einen Daumen nach oben auf dem Video da, wenn ihr so lange geschaut habt und schaut abends gerne bei Twitch rein, wenn ich live bin. Wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Bis dahin und haut rein.